Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Total War Warhammer 2 mit unseren Zwergen. Die mich total abfacken. Also nee, nicht unsere Zwerge fucken mich ab, sondern unsere Gegner hier. Mit etwas Glück entscheiden die sich auch dazu, einen Ausfall zu wagen. Denn wenn die hier angreifen, dann kriegen sie keine Verstärkung. Und wenn sie es nicht tun, dann gehen wir halt mit beiden Armeen dahin. Und ja, wir sind derzeit pleite, weil wir die Konföderation mit Baragvar eingegangen sind. Was sich jetzt doch nicht so super als eine so super tolle Entscheidung herausgestellt hat, denn es hat uns jetzt eher Probleme beschert als alles andere. Diese Armee verstehe ich nach wie vor nicht. Ich verstehe sie einfach nicht, keine Ahnung. Finde ich sehr seltsam. Aber gut, Frieden verhandelt, Halbmonde mit den Aufständischen, Gitz der Halbmonde, warum auch immer. Schlacht von Barak Davas Bug. Ja, hier, die Stadt haben wir verloren. Und die Belagerung haben wir aufgehoben, weil sie einen Ausfall gewagt haben, aber wir werden das nochmal machen. Wir werden nächste Runde mit denen hier belagern und mit denen unterstützen. Boah, die haben Bergwerker. Warum tut man Berg... Das ist... Na, wenn das wenigstens die mit den Sprengladungen wären, aber... Naja, gut. Naja. So, jetzt bräuchten wir noch Schwarzfels. Oh Mann, ey. Die haben schon, jetzt schon so eine krasse Garnison. Wurzak. Wurzak. The Great Green Prophet. Viel Kavallerie, wie mir scheint. Diese Kurbelwagen, ne? Diese, ich verstehe nicht, wie... Also ich finde die... herrlich, herzlich sinnlos. Gegen Infanterie, aber... weiß ich nicht. So. Ich versuche dem hier den Rücken ab, den Weg abzuschneiden, weil wir hier ihm immer noch ein auswischen müssen. Und wir sollten das vielleicht nicht zu weit hier drauf ankommen lassen, ne? Gut, beenden wir die Runde. Weniger reden, mehr machen. Ja, das war mir irgendwie klar, dass er das tut. Ciao. Kann ich vergessen, mit drei Bergwerkern habe ich da überhaupt nichts. Vor allem, die haben nichts verloren? Keine Truppen verloren? Ja. Sag mal. Ich meine, es ist im Endeffekt egal. Ja, reiß es ab. Wir haben das Salz verloren. Das heißt, noch weniger Einnahmen. Oh, gar nicht gut. Marsch. Ist in den Marsch gegangen. Der Penner. Zwingt ihn zum Ei, Diplomatisch mit minus 10 oder Schimpf und Schande, ja. Nee, das sind. Alter, der hat einfach Eisenbrecher. Oh, die sind so gut. Wir machen minus 220. Oh ja, super. Richtig, richtig klasse. So. Zack, belagern. Achso, kann nicht. Jetzt aber. Wenn ich jetzt angreifen würde, wäre ich halt immer noch. Wäre es halt immer noch scheiße. Ach Mann. Da warte ich auf den Ausfall, ehrlich gesagt. Good odds for the great death. Ja, auf jeden Fall, da warte ich auf jeden Fall auf den Ausfall. Wir machen minus 400, das heißt, wir haben jetzt zwei Runden Zeit, ehe wir wieder ordentlich Verschleiß fressen. Das ist so eine Unverschämtheit, ne? Das ist so eine Unverschämtheit. Ja, Unverdorbenheit der Provinz. Keep me busy.
Gehen wir da jetzt hin? Nee, die Kolonisierung wäre zu teuer. Das wäre. Das würde uns auch nur weiter in den Ruin treiben. Aber ihm jetzt zu folgen, ne? Das wäre auch scheiße, ne? Wenn wir dem jetzt folgen, den werden wir im Leben nicht erwischen. Und hier werden wir durchs karge Ödland Verschleiß fressen. Es sei denn, wir benutzen das Tunnelnetzwerk. Aber mit dem Tunnelnetzwerk können wir halt auch nicht angreifen. Also dahingehend ist das auch relativ sinnlos. Ja, komm, dann machen wir das so und versuchen erstmal die Steinmine platt zu machen. Und die Armee hier zu erledigen. Ja, dann wird Morglum halt warten müssen. Da brauchen wir ja gar nicht erst hinzugehen. Als ob die überhaupt gar keine anderen Probleme hätten, als mir hier auf den Sack zu gehen, ne? Vor allem, ich kann ja gleich gar nichts, nicht mal mehr irgendwas ausbauen oder so. Das macht auch nur plus 200, kostet mich aber 600, ja. Dann bin ich nächste Runde pleite. Geringes Geld, ja, was soll ich großartig machen, ne? Kann ich denn irgendwo noch... Kommt, ihr wollt doch sicherlich ein Handelsabkommen. Ja, geil. Und wie sehen unsere Einnahmen jetzt aus? Jetzt sind wir im Plus. Okay, geil. Alles klar. Ich schaue aber gerne noch nach einem anderen Handelsabkommen. Kann, glaube ich, auch bisher nicht jeder behaupten, dass er die Zwerge einfach in den Ruin getrieben hat. Also, yay. Snorkel, seine Merkwürdigkeit. Das ist so ein geiler Titel. Seine Merkwürdigkeit. Wobei, wir werden sehen, wenn wir das erstmal haben, dann können wir weiter hier aufs Handelseinkommen gehen, dann holen wir uns hier ein bisschen mehr Geld raus. Dann werden wir wahrscheinlich auch das hier irgendwann machen, wobei ich glaube, wir werden das hier sogar noch vor dem hier machen. Hätte ich beinahe gesagt, tatsächlich, das wäre auch ganz geil. Ich würde eigentlich ganz gerne mehr in die Militärforschung stecken, aber das ist halt... Ja, halt's Maul. Das ist halt erstmal nicht drinne. Das kostet alles Geld, ne? Um das herzustellen, oder? Nee, das kostet wirklich nur das Eidgold. Okay, ich hätte jetzt gesagt, sag mal... Gut, den kann ich, die beiden kann ich nicht aus, mit denen kann ich nichts machen. Aber ihn könnte ich ausrüsten. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Warte. Die anderen sind hier etwas wichtiger. Mein König. Der ist ausgerüstet. Kreischende Klinge, Rüstung des Löwen, Obsidian, bla 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 bla. Ja, okay. Alles klar, gut. Und du hast aber nichts. Dann komm her. Kriegst du das? Nee, du kriegst erstmal das hier und Stärketrank hast du schon. Dann Handelseinkommen Fraktion 2, dass ich das da vorher nicht drauf gekommen bin. Die auch nochmal auszurüsten. Naja. Varenka-Hügel ist noch relativ safe, weil es eher im Hinterland ist. Die Grenzregionen sind natürlich anfällig. Die waren halt auch schlecht ausgebaut, weil ich glaube, Baragwar hat meistens in seine Stadt investiert. Gut, und Hauptsache, wir haben einen Trinksaal. Den werden wir aber, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch noch früher oder später abreißen. Vor allem, ich glaube, hier, damit wir da ein vernünftiges Gebäude errichten können. Gut. Alter, wie hässlich der aussieht. Mistviech. Gut, nächste Runde geht's weiter. Siedlung belagert, ja. Dann hoffe ich jetzt einfach mal auf Wag Ajak, Bechhafen. Okay.
militärisches Bündnis, es bringt uns beiden einfach nichts. Außer, ja, halt's Maul, du Penner. Ah, wie du mir auf den Sack gehst, ne? Ich krieg dich früher oder später. Früher oder später kriege ich dich. So, bewegen wir uns weiter hier in diese Richtung. Ich sag euch, ich mach diese Stein. Den Steinminenturm mache ich platt. Komplett platt. Um daraus dann ordentlich Geld zu kriegen. Die haben den Ausfall nicht gewagt. Schade. You watching Felix? Witzig. Gegen Infanterie, rüstungsdurchdringend, gepanzert, gegen große Feinde. Unerschütterlich, Nahkampfexperte. Ich warte. Also entweder die wagen den Ausfall. Ich habe es jetzt nicht so extrem eilig. Entweder die wagen den Ausfall oder... Ja. Ich habe da jetzt kein großes Bedürfnis damit. Oh, du kleiner, verfickter Hurensohn. Und Krombacher Berg hat einfach nichts, denn die sollen das Grungni haben. Die ein Tein, zwei Langbärte, aber wir haben halt keine Stadtmauer, ne? Oh Mann, und er wird sie entweder erobern oder platt machen. Ich könnte so kotzen. Ja, gut. Ja. Verstehe ich, Rebellion steht bevor. Suchbar. Oh, warum? Warum? Scheiß Korruption, ey. Die geht doch schon rund. Oh Mann. Ja, wenn es schon scheiße läuft, dann auch auf ganzer Linie, ne? Welcome to my throng. Ja, komm hier, Mutter. Nein, dann nicht. Ja. Kann ich mit mehr Leuten. Ich würde so gern mit mehr Leuten handeln, aber die Leute wollen ja irgendwie nicht mit mir handeln. Doch, die wollen. Yeah, nice. Dann kann ich sicher noch ein bisschen Geld verlangen von euch, oder? 800? Würde mir reichen. Komm, ein bisschen Geld könnt ihr doch sicherlich erübrigen. Sagen wir 500. Was hältst du davon? Ja, geil. Super. Dann dadurch verbessert. Warum verschlechtert sich die Beziehung mit den Grenzgrafen? Nee, die wird sich verbessern. Ja gut, dann haben wir hier demnächst eine Rebellion in Sufbar und wir haben hier eher mittelmäßig gute Typis. Ja. Cool. Ach, ist das kacke. Scheiße. Oh Mann, ich komme damit. Darauf komme ich echt nicht klar. Die haben drei Orkmoschers. Hier nochmal erhöhter Waffenschaden. Dass der sich einfach denkt, hey, ich spring da mal eben hoch. Ne? Ich werde den jetzt auf die Nerven gehen und die Steinmine, den Steinminenturm platt machen. So. Rebellion in Sufbar, ja, das war nicht zu ändern. Der Groll um die Rebellion, ja, geht nicht anders. Und hier haben wir auch keine Chance. Sie haben Steintrolle, sie haben normale Trolle, sie haben viel Kavallerie, Snotlinge, Kurbelwagen besser gesagt. Ja. Wir haben aber wenigstens nicht so viel Fernkampf, das ist doch schon mal was. Also ich werde das nicht kämpfen, ganz ehrlich, wir haben da überhaupt gar keine Chance. Der zaubert auch noch zweimal, zerfetzt uns die Bergwerker. Die Bergwerker sehe ich sowieso nicht als irgendwie... Der hat 1, 2, 3, 4, 5 Orkmoschers. Und die können es mit unseren Langbärten aufnehmen. Und naja, das ist... Dann kommen noch die Penner, rüstungsdurchdringend. Die Kavallerie nimmt uns unsere Armbrustschützen auseinander. Nee, da brauchen wir uns echt nicht anzutun. Vergessen wir es.
Sie haben es eingenommen. Der Krombacher Berg ist weg. Ich mache eure. Nein. Kann ich nicht machen. Ja, toll, super. Also wenn es schon scheiße läuft, dann läuft es auf ganzer. Alter, was? Ja. Geil. Ja. Und jetzt sind wir bei 11 und jetzt Unterhalt nochmal erhöht. Geil, klar. Weil wir zu viele Grolle haben. Sufbar. Rückenbrecher. Astrak. Grimgorg. Steppenner dort. Kann ich. Ah nee, darf ich gar nicht, ne? Das muss. Da hatten wir ja gesagt, das muss Thorgrim machen. Schwarzfels. Ja, ich glaube, Karak-8-Gipfel ist auch ein bisschen zu stark ausgebaut, dass ich mit so einer Armee da hingehen könnte. Dann machen wir das so. Wir springen hier hoch. Dann muss ich hier doch nochmal meine Aussage zurücknehmen. Und doch angreifen. Das Kräfteverhältnis ist eher mittelmäßig geil. Ich hätte gerne noch diese 6 Runden abgewartet, aber die Warterei ist halt nicht drin, weil wir die Armee brauchen. Ja, speichern wir das mal. Ja. Was soll ich groß machen? Muss ich. Ich handel jetzt schon wieder so viel, ne? Das ist mir egal, das müssen meine Leute es eigentlich schaffen. So. Ach, Grimgorg ist sogar hier, cool. Dann könnte ich den auch gleich damit mit den platt machen. Master of Runecraft. Ich glaube, ich könnte die hier auf jeden Fall noch reinpacken. Oder ich packe einfach alle rein, soweit es geht. Machen wir das so. Wir packen da noch alle rein. Hier, die werde ich nicht auflösen, zumindest noch nicht. Aber dann habe ich hier direkt eine Full-Stack-Armee, die ich hier den Kampf führen kann. Den Kampf sehen wir aber dann im nächsten Part. Ja, wir werden uns halt massiv auf diese scheiß Arachnarok-Spinne konzentrieren müssen. Der Rest geht eigentlich. Die Orkmoschers könnten noch ärgerlich werden. Und die Penner sind, fiese Schlitze sind auch nicht so nett. Insbesondere mit einem erhöhten Bonus gegen Infanterie. Ja, nice, geil. Spinnenreiter sind aber jetzt nicht so extrem krass stark. Zumindest nicht, jetzt nicht unbedingt gegen Zwerge, finde ich nicht. Genau, das machen wir noch. Die tauschen einmal. Ich brauche nicht diese verfickten Bergwerker. Direkt. Yeah, whatever. Ah, oh, das war so ein Fehler. Die Konföderation war ein Fehler. Wir hätten uns erstmal auf unser Gebiet hier konzentrieren müssen. Das war ein Fehler und wir hätten noch ein bisschen mehr Geld sparen müssen. Ja, das ist, also wenn ich das normal spielen würde, ich würde es lassen. So, okay. Dann müssen wir das machen. Jetzt nochmal schnell speichern. Zack. Und da wir schon bei 20 Minuten sind, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wo wir auch die Schlacht schlagen werden. Damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Ciao.